LS19 Freunde, willkommen im Mühlenkreis Mittelland auf dem Bauernhof von Patrick, Folge 30. Ja, gestern gab es keine Folge. Dafür gibt es heute wieder eine. Bevor ich aber jetzt hier starte mit der Maschine. Kaufe ich mir erst noch ein Feld. Ja, das kaufe ich mir. Für 46.000 habe ich mir jetzt das Feld 8 gekauft. Und dann passt das. Und dann will ich jetzt hier erstmal weiter Kalk ausstreuen. Und dann passt das hier jetzt auch erstmal mit das Feld 8 noch. Zwar habe ich jetzt im Moment nicht so viel Geld mehr dann, aber das macht ja nichts. Aber dadurch, durch das Feld 8, mache ich ja auch wieder ein bisschen mehr Ernte. Und da muss ich mir dann auch, kann ich mir auch jetzt mal überlegen, was ich da anpflanzen möchte, weil ich kriege ja dadurch ja auch dann wieder ein bisschen mehr Geld und ich denke mir mal, dass ich dort Raps anpflanze, weil auf Feld 60, 59 und 58 kommt ja Sojabohnen. So, und auf Feld 4, 5, 3 und 6, da kommen ja Weizen. Deswegen bin ich am Überlegen. Da habe ich noch Feld 11, 12, 13 und 8, weil 9 ist Wiese drauf. Die kann ich doch jederzeit wegmachen. Aber warum wegmachen? Das reicht mir auch für die BGA. Für die Biogasanlage. Reicht das Feld? So wie 63, das reicht doch vollkommen aus. Für die Biogasanlage. Normalerweise würde sogar schon ein Feld reichen. Aber ich mache dann Silage auf Vorrat. Und dann passt das.
Und was wollte ich jetzt gerade noch gesagt haben? Ich wollte irgendwas noch gesagt haben, fällt mir aber jetzt auch wieder nicht ein. Nee, ist wieder weg. Ich wollte irgendwas gesagt haben. Es fällt mir gleich bestimmt wieder ein. Was ich sagen wollte. So, dann fahren wir mal eben zurück zum Hof. Lassen wir eben neu auftanken. Überall sind ja die Hühner. Können wir mal gucken. Also Weizen haben sie die genug. So. Da haben wir auch noch genug. Ja, und für 1000 Liter Milch, die jetzt wegzubringen, lohnt sich nicht. Da warte ich lieber, bis der Tank voll ist.
bevor wir jetzt hier weitermachen, mal irgendwie in den anderen John Deere rein. Der da hinten ist. Okay, also war auch jetzt nicht viel. Da gehen wir mal eben hier hin. Und werden uns hier mal Flutlichter holen. Große. Dass wir dann hier auch was sehen können. So, dann ist das hier ein bisschen heller auf den Hof. So, jetzt machen wir hier die Feldarbeit weiter. Mit den John Deere. Auf jeden Fall geht das ja jetzt auch langsam mit langsamen Schritten zur Neige. Und er wird sich auch ganz leise verabschieden.
ist das jetzt hier auch schon mal fertig. Dann fahren wir jetzt zur Feld 12. Ich bin überlegen, ob ich mir einen Schweinestall zulegen soll. Dafür reiße ich dann eine Garage ab und pack da für einen Schweinestall hin. Was meint ihr denn? Soll ich das machen? Dann habe ich nicht nur Kühe, sondern dann auch Schweine, wo ich dann verfüttern muss. Aber wo soll ich Schweine hinbringen? Ich habe ja keine Metzgerei. Ist ja sowieso noch die Frage, wo kann ich den dann den Schweinsteller hinstellen? Das muss ich ja dann auch erstmal den Platz dafür haben.
Ja, hier muss ich ja auch noch Bodenproben entnehmen. Das wird für mich dann auch wieder teuer. So. Dann stelle ich den jetzt erstmal wieder auf dem Hof ab. Dann räume ich hier noch ein bisschen auf.
Ich weiß jetzt gar nicht, kann man auch hier rein? Nee, leider nicht. Weil in LS17 konnte man auch hier rein. In so ein Gewächshaus. Da hole ich mir auch lieber den Gabelstapler. Wo haben wir die denn? Weil ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, wie viel Liter in so einem Teil drinne sind. Tausend. Tausend mal, tausend. Dann kann man lieber noch mal hier so Paletten holen. So, dann holen wir mal davon 8 Stück. So, dann fahren wir jetzt mal eben zum Händler. Müssen natürlich hier wieder das Tor aufmachen. Aber ich habe mal ja letztes Mal den DLC runtergeladen mit diesen absenkbaren Poller. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eine Vollkatastrophe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wer die Scheiße erfunden hat, da in der Sp wer es, ehrlich gesagt, wer es hier in das Spiel reingepackt hat, der sollte mit mal ein bisschen Leben klarkommen. Wo komme ich jetzt hier am besten rein? Hier war's. Aber es hier im Spiel extrem dunkel ist.
Sind da mehr als 8? Ich bin in 2 Minuten wieder da. So, da bin ich wieder. So, da sind dann 3, 7, 11 Stück habe ich geholt. Ja, die anderen 4 brauche ich jetzt erstmal hier an der Seite. Die kann ich ja später noch holen, wenn ich die brauche.
So, dann stellen wir jetzt unseren John Deere ein. So. Jetzt möchte ich doch mal was ausprobieren. Jetzt gibt mal jemand so einen Tank her. Den setze ich jetzt extra mal. Ey, wo willst du denn schon wieder hinfliegen? Idiot. So, und du kommst mal her, Gabelstapler. Geht dann auch nicht.
müsste doch eigentlich hier annehmen. Ja, jetzt war auf jeden Fall was einfallen, wenn ich die Teile hier loswerde. Das kann es ja eigentlich ja gar nicht möglich sein. Ich werde mich auf jeden Fall nachher mal dran setzen und da mal gucken. Mal sage ich mal bis später.